Eigentlich müssten wir Geburtstag feiern. Seit genau einem Jahr gibt es auf die Überholspur und wir haben jede Woche ein neues Thema für dich, für deine Führerscheinprüfung, damit du sicher durchkommst, online gestellt. Das ist jetzt die 53. Ausgabe und heute geht es um Fußgänger. Wenn man bei einer praktischen Führerscheinprüfung die Vorschriften für Fußgänger nicht beachtet, dann kann es relativ leicht dazu führen, dass die Prüfung negativ ist. Und ich möchte dir ein paar Tipps geben, die auch routinierte Autofahrer oft nicht bedenken, wenn sie zu einem Schutzweg kommen. In Österreich gibt es eine Regelung, die es wahrscheinlich nur ganz selten auf der Welt gibt, nämlich, dass Fußgänger, wenn sie einen Schutzweg überqueren wollen, immer Vorrang haben. Und schon gar, wenn sie die Absicht erkennen lassen, diesen Schutzweg überqueren zu wollen, dann haben wir als Autofahrer stehen zu bleiben. In vielen anderen Ländern ist es so, dass der Fußgänger am Gehsteigrand stehen bleiben muss, sich vergewissern muss, dass alle Autofahrer ihn gesehen haben und dann darf er erst den Schutzweg überqueren. In Österreich ist es so, der Fußgänger hat absoluten Vorrang. Das führt bei uns bei der Führerscheinprüfung immer wieder zu Problemen. In Österreich werden Schutzwege gekennzeichnet mit der blauen Tafel, die heißt auch Kennzeichnung eines Schutzweges, beziehungsweise auch mit dem gelben Blinklicht. Und das ist schon die erste Herausforderung, die wir oft haben. Denk dran, in manchen Städten, auf manchen Straßen werden am Abend, späterer Stunde, die Ampeln ausgeschaltet. Das heißt, sie blinken nur mehr gelb. Damit ist aber der Schutzweg ungeregelt und wenn Fußgänger dort drüber gehen wollen, also auch auf einer Kreuzung, die untertags geregelt ist, in der Nacht eben ungeregelt ist, dann müssen wir Fußgänger dort den Vorrang gewähren. Die zweite Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist, wie fährt man denn zu einem Schutzweg dazu? Und da gibt es wahrscheinlich 100 verschiedene Meinungen. Wie erklären wir das in der Fahrschule? Grundsätzlich ist es so, wenn du zu einem Schutzweg dazu fährst, der sehr übersichtlich ist, das heißt, du hast von 200 Meter, 150 Meter schon gesehen, okay, hier kommt keine Person oder hier ist auch keine Person in der Nähe, dann muss man sein Tempo auch nicht reduzieren. Du musst dich natürlich vergewissern, dass niemand drüber gehen will. Es gibt aber Schutzwege, die sind sehr unübersichtlich. Da parken Autos davor, die dürfen vielleicht dort parken. Es steht ein Bus in einer Haltestelle direkt vor einem Schutzweg, das haben wir leider in Österreich öfters. Hier muss man natürlich langsam und bremsbereit dazu. Und das ist für Kandidaten und Kandidatinnen bei der Führerscheinprüfung immer wieder eine Herausforderung, nämlich zu unterscheiden, wie muss ich denn zu einem Schutzweg dazufahren. Ist er übersichtlich bzw. ist er unübersichtlich? Was kann jetzt bei einem Schutzweg passieren, damit wir bei einer praktischen Führerscheinprüfung Probleme bekommen? Das eine wäre die Frage nämlich, wann darf ich denn weiterfahren, wenn Fußgänger drüber gegangen sind? Naja, und da ist die Antwort sehr einfach. Wenn der Fußgänger zumindest 1,5 Meter Abstand zu unserem Auto hat, auf der linken Seite, und man sicherstellen kann, dass er nicht umdreht, dann kann man bereits losfahren. Also man muss nicht warten, bis der Fußgänger wirklich auf der anderen Seite am Gehsteig oben ist. Vor allem bei alten Menschen muss man oft aufpassen, die haben vielleicht etwas vergessen, drehen plötzlich am Schutzweg um. Aber auch junge Menschen, die vielleicht draufkommen, der Bus fährt doch von einer anderen Haltestelle, drehen einfach am Schutzweg um und gehen wieder zurück. Die zweite Herausforderung bei Schutzwegen ist dann oft bei mehrspurigen Straßen. Wir haben das bei uns in der Stadt relativ häufig, aber es gibt es natürlich auch in Wien, Graz, Innsbruck oder wo auch immer. Wenn jetzt zum Beispiel zwei Fahrstreifen in eine Fahrtrichtung gehen, rechts die Kolonne ist zum Stillstand gekommen, weil eben ein Fußgänger erkannt wurde, dann müssen wir natürlich auf der linken Fahrspur, da dürfen wir ja fahren, logischerweise auch stehen bleiben. Also wir dürfen bei keiner Kolonne vorbeifahren, die vor einem Schutzweg angehalten hat. Die dritte Herausforderung, und das ist ein absolutes No-Go bei einer Führerscheinprüfung, wäre auf oder unmittelbar vor einem Schutzweg einen Überholvorgang zu starten. Wir haben das bei unserem Video Überholen schon einmal erklärt. Da habe ich dir einen Link oben hinzugefügt. Vergiss nicht, wieder zurückzukommen. Du weißt ja, auf oder unmittelbar vor Schutzwegen gilt ein absolutes Überholverbot. Wir dürfen nichts und niemanden überholen. Deswegen auch kein Radfahrer, der langsam fährt. Am besten eben dahinter bleiben mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Das ist eine ganz brandgefährliche Geschichte, weil wenn du nämlich einen Überholvorgang am Schutzweg machst, dann ist das definitiv ein Grund, dass man bei einer praktischen Führerscheinprüfung in Österreich durchfällt.
Der letzte Tipp noch vielleicht für Autofahrerinnen und Autofahrer, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, die vielleicht das eine oder andere vergessen haben. Du weißt ja, Kinder dürfen überall über die Straße gehen, auch wenn es keinen Schutzweg gibt. Denk vor allem dran, bei Schulen, Kindergärten kann es uns oft passieren, dass wir bei Prüfungen oder bei Fahrstunden Kinder oder Jugendliche auf der Straße haben, vor allem Kinder. Und da müsste man eben überall stehen bleiben und sie überall über die Straße lassen. Also Fußgänger und Schutzwege sind keine einfache Sache. Da muss man ein bisschen aufpassen, da muss man auch ein bisschen ein Gespür für den Straßenverkehr haben, vorausschauend fahren, Situationen einschätzen können. Ich hoffe, wir haben dir einen kleinen Überblick gegeben. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass sie bitte unten in den Kommentaren oder schick uns eine E-Mail an fragen@alpenland.co.at. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche und ein spannendes Thema. Und du weißt ja, auch im zweiten Jahr. Bis dahin, schön rechts fahren.